Hillclimbing Rachau 1997 und alle bisherigen Dimensionen werden gesprengt. An die 15.000 Besucher wohnen dem Spektakel bei. Über 500 Fahrer haben sich gemeldet, von denen ein Teil aus zeitlichen Gründen abgewiesen werden muss. Auch die Zahl der verrückten Outfits hat abermals zugenommen. Kurz, der Bewerb hat endgültig den Status No Limits erreicht. Ein Wermutstropfen gleich zu Beginn. Zeitweilige Regenschauer setzen immer wieder ein, was sich natürlich fatal auf eine Branche auswirkt, die vom Grip lebt. Eine vierzylindrige Dreiradwuchtel muss es probieren. Wie ein Maulwurf wühlt sich das Zeug hinauf, aber irgendwann ist trotz bissigem Triebwerk aus mit der Gaude. Und der Wuchtelschicksal, von der Konstruktion her gebaut, um über Berghänge zu walken, nimmt so zwangsläufig seinen Weg. Kleines Service an der Wuchtel. Auch Damen stehen am Start. Doch diese hier überlegte sich nach ein paar Metern anders. Andere kommen nur unwesentlich weiter, doch deren Performance ist schon bedeutend eindrucksvoller. Ein Flügelfahrzeug undefinierbaren Einsatzzweckes. Ob die Tragflächen für Auf- oder Abtrieb sorgen sollen, weiß der Fahrer selbst nicht so genau. Das unterste Leitwerk erzeugt leichte Turbulenzen. Der Auftrieb reißt ab und das Zeug zieht eine Schleife, die sich krass vom vorgegebenen Kurs unterscheidet. Mutz Bagheera, ein Donner im Tal. Und er wird bestätigen können, dass das im Prospekt angegebene Leichtgewicht nie und nimmer stimmen kann. Der Fahrer, das Moped, der Berg, jeder stürzt für sich allein. Noch einmal von der anderen Seite, das Publikum weiß es zu würdigen. Wieder der rote Baron. Diesmal streift er an den Ziersträuchern der Startbahnbegrünung. Abermals Startabbruch bei V2. Ein Indianer beim Ritt in die Berge. Doch bei knapp 120 haut ihn sein Pony vom eingeschlagenen Kriegspfad. Gut gemacht, roter Bruder auf eisernem Gaul. Die Stammesbrüder signalisieren Anerkennung. Barons letzter Versuch. Abermals streift er das Runway-Ziergehölz, korrigiert aber manuell nach. Doch die unterste Klappe hat noch immer keiner repariert. Und bei gut 90 nehmen die Scherwinde derart überhand, dass es unweigerlich zum Totalverlust des Objektes führt. Stepptänzer. Manfred Kainz, Sieger des Vorjahres, ist erneut der Favorit. Trainingsergebnisse waren top, jetzt legt er die Latte auf gut 140. Aber ein Wiener, ein Flachländer, in der österreichischen Fachsprache ein Mundl- oder Gasselheizer genannt, holt sich Ruhm und Ehr. Peter Ziffer-Dornitzhuber kommt auf 143 Meter und das ist der Sieg 1997. Aber wenigstens hat es trotz massiver internationaler Beteiligung wieder ein Alpenländer gemacht. Die Nation ist beruhigt und genießt zum Ausklang die restlichen Brezen. So wird in Rachau ein Sturz genannt. Doch auch im dritten Jahr des Bestehens des Hillclimbings Rachau und trotz inzwischen über 2000 Versuchen hat noch immer niemand das Ziel erreicht.
Hillclimbing Wachau 1998 und wieder wird eins draufgelegt. Knapp 20.000 Besucher, abermals über 500 Fahrernennungen, die letztlich auf 350 limitiert werden müssen. Und auch die Schraube der Verrücktheiten wird weiter angezogen. Allerdings auf eine andere. Eine winzige, aber umso verbissenere Gegnerschaft macht mobil, hat sich auf das Rennen eingeschossen, will diesen den Garaus machen. Wie überall des einen Freud, des anderen Neid. Als erster greift sich der Briefträger der Rachau den Hang und trotz des vom vorangegangenen Regen aufgeweichten Bodens kommt er erstaunlich weit. Kein Wunder, mit dem Dienstmoped ist er Ähnliches gewohnt. Und dann haben wir einen der Aspiranten zu seinen speziellen Vorbereitungsmethoden befragt. Wie hast du dich vorbereitet? Gestern habe ich ungefähr 20 Kolben gesoffen. Und das soll was nützen? Ja, übermorgen benannt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich bin jetzt sauschlecht, ich bin gerade aufgestanden. Ja, das hilft einfach, das hilft nichts. Dieses Geheimrezept reicht immerhin bis ans Ende der Startrampe. Das ist ein Doppelbriefkasten mit Satellitenheizung oder sowas Ähnliches. Ein Ski-Doo. Genug Power, um luftige Höhen zu erreichen. Da wäre sicher mehr drin gewesen, wäre der Fahrer selbst nicht vom Vortrieb überrascht gewesen. Aber das Ding hat auch genug Rundungen, um anstandslos wieder den Startpunkt zu erreichen. Diese Dinger sind nicht billig und so wird der Besitzer ein wenig tiefer in die Keksdose greifen dürfen. Aber das Publikum trägt's mit Fassung. Wie gesagt, auch an der Nebenfront nimmt das Geschehen immer üppigere Formen an. Da haben wir noch andere. Peter Jöbstl, ein versierter Hillclimber mit aufgekrempelten Ärmeln, da muss doch was gehen. Und es geht auch was. Diese Weite reicht locker für den Trainingssieg und somit gehört er zur Elite der besten 100, die am Wettbewerbstag starten dürfen. Ein leicht gebrauchtes Ski-Doo. Ein Flachländer aus den holländischen Bergen, auf Sandhügelversiertheit vertrauend, wird er hier die Erfahrung machen, dass die österreichischen doch ein wenig echter, kantiger, gröber sind. Wieder eine Mutzbagira. Und damit es die Weitenrichter nicht so schwer haben, wird Punkt gelandet. Ein Dreirad auf dem Weg in die Höhe. Der Passagier hat die Aufgabe, um einmal dem enormen Triebwerksschub besseren Grip zu verschaffen und weiters einem eventuell drohenden Absturz mit beherztem Zugreifen entgegenzuwirken. Aber der Passagier ist der Erste, der sich aus dem Staub macht. Und so bleibt das Gefährt seinem Schicksal überlassen. Noch einmal der fliegende Holländer. Die Weite ist zwar nicht übel, aber zu wenig für dieses Wochenende. Und damit wird er nicht aufs Podest kommen. Dafür liegt er in der Publikumsgunst weit vorne. Der Satellitenbriefkasten beim zweiten Versuch.
Der Spiegel löst sich. Die Post wird ohne Heizung auskommen müssen. Dann wieder ein paar derbere Zeitgenossen. Der Trainingssieger. Ein Vertreter der französischen Meisterschaftsserie mit seinem für die dortige Szene typischen Monte Impossible Monster. Dieses Vierzylinder-Trumm hat weit über 200 Kilogramm. Der Fahrer wird einige Zeichnungen am Körper zum Andenken daran mit nach Hause nehmen. Das Monster auch. Der Minusrekord liegt in diesem Jahr bei stolzen 5 Metern. Husaberg, Schwedenstahl. Schneidige Legionäre mit Streitwagen. Jetzt ist auch klar, warum das Römische Reich so kläglich untergehen musste. Auch das ist eine Novität. Beim Anstieg selbst hat es noch keinen derart in die Gegend geschlänzt. Ein weiteres Indiz für den römischen Untergang. Der hier freut sich über sein daniederliegendes, abgestürztes Pferd. Pioniere beim Losziehen. Zu Reisestart wird ein Loch in die Plane geschossen. Weit hat es nicht gereicht. In die Situation, sich in der Wildnis mit Indianern prügeln zu müssen, wären diese Typen erst gar nie gekommen. Wieder das Skidu, inzwischen ein gröberes Instandsetzungsservice hinter sich. Der Fahrer zeigt hier deutlich, dass ihm der Berg den Mumm abgekauft hat. Oder er denkt an die Reparaturkosten. Aber es hilft alles nichts, das Gerät setzt abermals zum Walken an. Und es bringt sich immer wieder selbst in Überschlagposition. Und hätte es der Fahrer nicht irgendwann gefangen, wäre es wahrscheinlich heute noch unterwegs. Die Gummibrate an der Nebenfront kriegen von dem allesamt nichts mit. Andere sind von den Dramen psychisch derart niedergeschlagen, dass sie eine schöpferische Pause brauchen. Eine Yamaha auf dem Weg zur Materialverwertung. Dann Favorit Manfred Kainz am Start. 95 Trainingsrekord mit 158 Metern, 96 Sieger, 97 erster Verlierer.
Und jetzt wirft er sein Motorrad auf die im Wertungslauf bis dato noch nie erreichte Rekordweite von 154 Metern. Und das ist der Sieg 1998, welcher damit zum vierten Mal in Folge beim Bergvolk bleibt. Manfred Kainz, Österreich, unbestritten der Kaiser am Teufelsberg in der Rachau.